Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Wir spielen wieder die große Arena-Meisterschaft mit unserem großen Account. Wir befinden uns in Kampf Nummer 2, Runde Nummer 3, nachdem wir Runde Nummer 2 gewonnen haben und haben hier Chrom 1. Wir sind weit über dem Fähigkeitswert von Chrom 1. Das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich aufsteigen, demnächst irgendwann einmal Richtung Aurodium, was ziemlich cool wäre, weil nämlich dann unsere Kämpfe länger werden. Wir müssen mehr Teams in die Verteidigung stellen, außerdem mehr Teams bereit haben für die Offensive. Und das wird dann vor allem richtig spannend, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder in 5 gegen 5 sind, weil das hier ist ja noch 3 gegen 3. Und ganz besonders viel Spaß macht es, wenn wir das dann gemeinsam mit Livestreams machen, wenn ich dann endlich wieder dazu komme. Aber keine Sorge, Freunde, es wird nicht lange dauern. Es bringt nur nichts, ständig zu fragen, wann kommt der nächste Livestream, wann kommt der nächste Livestream. Ich weiß es ja selber nicht hundertprozentig. Ich freue mich natürlich riesig, dass ihr so gerne die Livestreams schaut, Freunde. Aber ich bin noch ein wenig unzuverlässig, was das angeht. Ich werde aber zuverlässiger. Ihr werdet das merken, dass mehr Livestreams kommen, öfter Livestreams kommen, dass die auch zuverlässiger werden von der Zeit her, weil sich alles nach und nach ein bisschen einpendelt. Aber habt ein klein wenig Geduld mit mir, was die Livestreams angeht, bitte. Und das wird schon. Das wird auf jeden Fall richtig gut. So viel als erst einmal dazu. Das heißt, das Ding machen wir nochmal hier in Videoform. Und hoffentlich dann vielleicht sogar den nächsten Kampf, ja, der kommen wird, der wieder aus 3 Runden besteht, dann wieder mehr Livestreams, okay? Erst einmal hier aktuelle Runde anzeigen. Wir gucken uns mal die vorherige Runde an. Die ist so ausgegangen, haben wir gegen EU Jack gefightet. Hier ist die Übersicht. Und das Ganze war letztendlich so, dass wir getan haben, was wir konnten. Er hat nicht weitergemacht, außer das Ding hier. Und damit haben wir am Ende die Runde gewonnen. Also, manchmal muss man halt einfach kämpfen und nicht aufgeben. Kämpfen wie ein Sith, nicht aufgeben wie ein Sith bis zum bitteren Ende und dann holen wir auch den Sieg. Und das ist cool. Jetzt kämpfen wir heute gegen Zealand. Er ist ein loyaler Freund, er hat den guten Dingens hier als Profilbild. Hat auch schon eine galaktische Legende. Hier, aber das ist die einzige galaktische Legende bisher, so wie scheint Jedi-Meister Luke, was ziemlich cool ist. Und er hat eine GM von 5,2 Millionen, also 1,1 Millionen GM weniger als wir. Das heißt, das sollte ein Sieg werden, aber weiß er nie. Wenn er geschickt stationiert hat, kann das schon mal schwierig werden. Und Chirrut ist das übrigens, ne? Chirrut Imwe, also das nur mal, um das klarzustellen. Und er hat hier die Check Trash als Gilde. Okay, also klicken wir jetzt auf Betreten und gucken mal, was er aufgestellt hat und ob wir da durchkommen. Wir sehen also, dass er in der Offensive etwas getan hat bisher. Wir haben noch circa 3,5 Stunden Zeit für die Angriffsphase. Wir gucken mal rein, wie das hier ausgegangen ist. Und wir sehen, er kämpft wie ein Löwe. Das hat definitiv meinen Respekt. Und das, obwohl er weniger GM hat als wir. Und das heißt echt was. Er hat 2 Kämpfe hier benötigt. Also den Kampf hier unten hat er auf Anhieb geschafft. Aber gegen unsere Rebellen und gegen unsere alte Republik hat er jeweils 2 Kämpfe gebraucht. Schauen wir mal ganz kurz, wie das hier unten aussieht. Wenn er hier unten auch schon Kämpfe verplempert hat, wissen wir, dass er abgeprallt ist und nicht weiterkommt. Aber hier hat er noch keine Kämpfe gemacht, okay. Aber immerhin hat er bei 2 Kämpfen schon zweimal versagt. Ja, das ist gut für uns. Das heißt, wir können auch mal versagen. Und das könnte passieren. Was wir jetzt machen ist, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Wir sehen dann hier beispielsweise ein bisschen Darth Revan's, ja, und Bastila Shan und so weiter. Dann hier noch das die Schwester der Nacht und hier noch ein paar Jedi. Das kann ziemlich übel werden für uns. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir gucken mal hier unten rein. Und wisst ihr, was ich gerne mal probieren möchte? Es sieht für mich so aus, als hätte er seine stärksten Einheiten in der Verteidigung. Ja, das heißt also, wir müssen uns offensivmäßig nicht mehr allzu viel Sorgen machen. Sekunde mal kurz, Freunde. Okay, was ich jetzt gerne versuchen möchte, ist einfach mal hier zu den Rebellen zu gehen und dort ein ganz interessantes Team auszuwählen. Nämlich nicht einfach nur irgendein Team, sondern eine Ein-Mann-Armee. Mein Womp-Team. Womper. Also, los geht's. Übrigens, er hat hier sehr vorbildlich schon sehr, sehr viele Omikrons verteilt. Omikrons sag ich. Ich meine natürlich hier, ne? Wisst ihr, die. Oh Mann. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Okay, also ich hab geahnt, dass das so ausgehen wird. Ich wollte das nur mal ganz kurz angemerkt haben. Das ist sehr, sehr interessant, dass unser Wampa da einfach mal voll abprallt. Ja, aber so kann das Ganze auch ausgehen. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal dieses Grievous-Team hier und kämpfen damit gegen die Rebellen. Der Gegner ist zweimal abgeprallt an uns.
Dementsprechend habe ich mir jetzt da keine Sorgen gemacht, ja, dass wir das, oder mache ich mir da keine Sorgen, was das angeht. Ich würde mal sagen, können wir ihn vielleicht betäuben hier? So, sehr gut, wunderbar. Und jetzt heilen wir mal ganz kurz unseren Grievous hier. Sehr schön. Und, oh Mist, wir heilen nochmal Grievous. So, sehr gut. Gegner können uns halt ziemlich gut betäuben und so ein Kram, ne? Und hier wird die Aufmerksamkeit rumgeschickt. Und ich komme nicht dazu, irgendwelche Aktionen zu machen. Kann ich hier vielleicht mal Schaden auf alle machen? Okay, sehr gut. Und ihr seht, die räumen uns ganz schön weg hier. Ziemlich übel. Also die Rebellen der Verteidigung können ganz schön was anrichten, wenn man eben nicht entsprechend vorbereitet ist. Aber gut, wir probieren mal ein bisschen weiter aus. Wir nehmen mal andere Teams, die ich vielleicht noch reinschicken kann. Wie wäre es denn beispielsweise mit... wollen wir vielleicht irgendwie unsere Rebellen reinschicken? Truppler, die sind wahrscheinlich ein bisschen zu langsam. Wir nehmen mal vielleicht... Anakin und die 501. Nehmen wir mal die. Schicken wir die mal rein hier. Anakin provoziert ja am Anfang direkt, ne? Okay, super. So, ihr seht, die greifen hier. Oder wir haben eine Chance, dass Han Solo umprovozieren herum angreift. Und das bringt ihm dann nicht allzu viel. Wir wollen natürlich Chewie zuerst killen. Also greifen wir ganz kurz ihn an. Und können die Gegner nicht verwirren. Die Konter sind natürlich absolut real von denen. Wir machen mal das hier. Und killen erstmal Chewie. Damit haben die schon erstmal wesentlich weniger zu melden, die Gegner. Ne? So, der nächste, den wir killen wollen, ist Han Solo. Sehr schön. Da fängt sich auch ein paar Konter, bevor Anakin jetzt hier meditieren geht. Und dann können unsere anderen Charaktere angegriffen werden. Wir nehmen ganz kurz seine Buffs hier, den guten Luke. So, super. Und ihr seht, trotzdem ist eine ziemliche Gefahr für uns, ja. Auch wenn, okay, auch wenn er alleine ist und machen ihn dann platt. Wir hätten natürlich dieses Team zuerst reinschicken können, ja, hätten es damit dann wesentlich leichter gehabt und keine Kämpfe verbraten, aber ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn wir Vampire da reinschicken, wie stark die sind in der Offensive, also, ne, wenn die dann den Erstschlag haben, den ersten Angriff gegen Vampire alleine, und dann wollte ich mal sehen, wie sich Grievous gegen die schlägt und ihr seht, er ist halt auch völlig abgeprallt. Okay, so, jetzt kämpfen wir gegen dieses Team hier. Gehen wir auf Truppauswahl und ihr wisst ja, gegen Padme und Co. setze ich immer gerne unseren Revan ein, unseren Darth Revan. Also schicken wir jetzt den hier los. Und das mache ich hauptsächlich deswegen, weil der eben Todgeweiht auf die Gegner macht, ne, und Furcht und so ein Kram und hier provozieren und sowas verhindert. Wir machen mal ganz kurz hier noch ein bisschen mehr Furcht auf die Gegner. Superklasse, so, seht ihr. Und dann machen wir noch ein bisschen Schock. Wunderbar. Und wir haben auch nicht so viele Angriffe außerhalb der Runde und so. Also Padme profitiert eben nicht davon, ne. So, ist vielleicht auch ein bisschen Overkill, aber wir wissen, der Gegner hat, wir haben ja gesehen, was der Gegner zu bieten hat. Und der hat seine mit Abstand stärksten Teams in die Verteidigung gestellt und dementsprechend können wir jetzt hier die volle Offensiv-Action machen, ein bisschen rumprobieren, weil er wird uns definitiv nicht wipen. Wir werden aber sehr nah dran sein am Wipen. So, super. Okay, perfekt. Jetzt kämpfen wir gegen dieses Team hier. Ein Team bestehend aus ne, den hier und also ne, so ein bisschen Widerstand und so ein Kram. Und ich würde mal sagen, wir schicken diese Jedi da rein, weil ich die so cool finde. Und ja, los geht's. Heilungsresistenz und so Kram stört mich nicht weiter, weil das ist ja quasi mehr oder weniger ein Selbstmordteam. Wir springen aber mal auf R2 und sorgen dafür, dass wir ein bisschen stärker werden. Nehmen die mal ein paar Buffs, greifen jetzt mal normal die R2 an. Super, der bekommt auch Buff-Immunität. Und das heißt, wir können, ich würde sowieso R2 angreifen jetzt einfach hier. Aber wisst ihr was, wir können nochmal, wir machen trotzdem das hier auf R2, schicken damit ihn vor. Super, dann ist der auch gleich erledigt. Jetzt ist im Prinzip egal, wie wir angreifen. Ich würde mal sagen, wir greifen sie hier an, wunderbar. Und dann machen wir hier nochmal einen Angriff. Sie bekommt ebenfalls Buff-Immunität. Verwirrt uns hier ein bisschen, das stört uns aber nicht weiter. Dann sie ist auch gleich down. Und dann ist nur noch der gute C3PO da, aber der wird sich verziehen, wenn wir sie dann hier platt gemacht haben. Super. Volle Punktzahl für uns. Keiner wurde irgendwie angeschlagen, angekratzt oder sonst irgendwas. Ich liebe dieses Team. Es macht einfach so viel Spaß, es einzusetzen. Und haben damit easy peasy gewonnen. Also sind drei Gegner, drei Teams, die wir weggepustet haben. Und kommen damit dann hinten rein. Wir hätten im Prinzip jetzt schon den Sieg, ja, weil wir hier souverän da durchgekommen sind. Wir haben zwar bei einem Kampf, sind wir zweimal abgeprallt. Dafür ist er an zwei Kämpfen jeweils einmal abgeprallt. Das heißt, er hat insgesamt weniger Punkte geholt, ne? Also gucken wir ganz kurz mal hier rein, was sich hier befindet. Dort hat er einen Grievous, der nicht ganz ausgebaut ist. Ihr seht, da sind schon wesentlich schwächere Gegner drin. Also müssen wir uns weniger Sorgen machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal meine galaktischen Legenden hier oben verheizen. Und ja, ich habe vor, galaktische Legenden zu verheizen. Gegen das Darth Revan Team von ihm benutzen wir natürlich unser Jedi Luke. Ja, also das Team hier, Jedi Meister Luke Team. Und können jetzt hier alles geben, was wir haben.
Sehr gut. So, das Erste, was wir machen, ist erst einmal hier das hier auf alle. Wunderbar, ne? Hat natürlich nicht allzu viel gebracht, aber ist nicht weiter schlimm. Wir wollen Bastila zuerst killen, also machen wir jetzt mal das hier auf ihn, so. Und heizen erstmal hier ein bisschen auf Bastila. Können wir die Gegner alle betäuben? Das wäre sehr, sehr schön. Nope, das hat nicht funktioniert. Sie wurden aber wenigstens verwundbar gemacht. Das ist gut. Und ihr seht hier, die greifen mit allem an, was sie haben auf uns, aber das stört uns nicht weiter. Und jetzt greifen wir Bastila an. Wir haben zwar die Kampfmeditation von ihr hier auf uns, aber auch das stört uns nicht wirklich. Ich würde mal sagen, wir machen das hier und schicken ihn mit vor. Super, wenn wir schon Malak angreifen müssen, machen wir das mit allem, was wir haben, oder? Nehmen wir ihn hier mit. So, killen ihn auch gleich mal oder auch nicht. Das ist eigentlich Bastila, die wir angreifen sollten. Aber ihr seht, Malak stirbt durch die Konter. Jetzt greifen wir Bastila hier an. Superklasse. Ich habe übrigens meine Ultimate mit Luke schon. Allerdings gilt das noch nicht für diesen Kampf. Aber fürs nächste Mal dann werdet ihr das Ganze sehen. Wir heilen sie erst einmal hier. Super. Und machen dann damit Schaden auf alle. Und die sind alle erledigt. Sehr gut. Zwei Einheiten hatten keinen vollen Schutz. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Zeit schinden können, um Schutz zu regenerieren und zum Kram. Aber das muss nicht unbedingt sein, denn ihr seht, wir kommen ja sowieso sehr gut durch. Okay, gegen dieses Team hier, weil das seine stärksten Jedi sind, die er in die Verteidigung gestellt hat, nehmen wir jetzt hier unser Purple-Team. Und das Purple-Team, würde ich mal sagen, auch da nehmen wir die Schmieden nicht mit. Brauchen wir nicht. Wir holen einfach mehr Punkte. Oder wisst ihr was? Doch, wir packen die Schmieden damit rein. So, sehr gut. Schmie, ne? Schmie, hieß du nicht die Mutter von Anakin? Aber ist auch egal. So, rein hier. Die Einheiten sind noch nicht komplett reliktet. Eigentlich hat mein Wat Tambo schon Relikt 7. Also der ist eigentlich schon richtig mächtig. Das Ding geben wir Pups. So, hier an Papa Pups bitte. Sehr gut. Und wir geben natürlich ihm, mit dem verbinden wir uns, da kann er nicht mehr kritisch treffen. Und mit dem verbinden wir uns ebenfalls, da kann er auch nicht mehr kritisch treffen. Und unsere Schmieden ist natürlich immer das erste Ziel, weil sie ist die schwächste Einheit, die wir zu bieten haben. Deswegen wird die meistens fokussiert. Aber ist auch nicht weiter schlimm im Endeffekt. Ich meine, wir geben sowieso hier alles, ne? So, machen wir erstmal das hier. Greifen Luke an. Sehr gut. Und sie greifen trotzdem Pups an. Jetzt wird er hier fokussiert. Wenn er Relikt 7 hat, überleg mal, wie gut er dann überlebt. So. Und machen wir nochmal das hier auf Luke. Sehr gut. Er ist einmal gestorben schon. Das ist super klasse. Ich würde gerne mal hier drei, ne? Super. Ich würde gerne mal unsere drei Buffs geben. Einmal wenigstens. Okay, jetzt das Ding hier geben wir ihm. So, und das ist jetzt die maximale Purps-Kraft, ja? So, also der maximale Papa ist das jetzt hier, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut, jedes Mal, wenn er dran ist, regeneriert er 30% Schutz und entfernt eigene Debuffs. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Und er hat plus 50% Verteidigung, plus 50% Maximalgesundheit, regeneriert am Ende seiner Runde nochmal 30% Schutz und hat eine 100%ige Chance auf einen Gegenangriff und kann nicht kritisch getroffen werden. Also das ist jetzt richtig übel. Und ich würde mal sagen, wir machen einmal das hier und zoom. Sehr schön, das war's. Wunderbar. So, das wäre jetzt also die volle Macht von diesem Team. Und das ist im Prinzip, als Dreierteam kann das so ziemlich alles erledigen. Wir müssen halt nur die Schmieden auf 7 Sterne bringen, damit wir sie auch relikten können und sie ein bisschen besser und länger überlebt und so ein Kram, ne? Okay, kämpfen wir jetzt mal gegen die Schwestern der Nacht. Und gegen die wollen wir einfach mal ein bisschen purpserisieren. Ich wurde ja gefragt, ob ich ein bisschen mehr Mara Jade und das Imperium zeigen kann. Warum eigentlich nicht? Gucken wir mal, wie die sich hier schlagen. Okay, wir machen erst einmal hier, boom, Schaden über Zeit auf alle, gehen dann in den Rage-Mode und greifen jeden einmal an und hoffen, dass wir damit Fähigkeitenblockade auf die Gegner machen. Sehr gut, dann nochmal hier, die haben auch keinen Zombie und so Kram dabei. Machen wir noch einmal Schaden über Zeit auf alle, wunderbar. Und dann heizen wir mal unser Stöckchen auf niemanden. Wir greifen sie an in der Hoffnung, hier Fähigkeitenblockade zu machen, das hat leider nicht funktioniert. Können wir sie vielleicht ein wenig schockieren? Super. Die heilt natürlich hier die gute, deswegen wollte ich hier Fähigkeitenblockade geben. Es hat leider nicht so gepasst, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ist nicht weiter schlimm. Wir machen mal ganz kurz das hier, wunderbar. Und greifen dann sie an. Sehr schön. Ich würde aber sagen, wir greifen sie an. Superklasse. Schocken jetzt mal alle Gegner so ein bisschen, schmeißen ein Stöckchen auf sie. Dann sind wir auch direkt wieder dran, greifen dann sie an. Und schocken sie nochmal hier. So, nochmal Angriff hier. Sehr gut. Und dann auch nochmal hier ein Angriff. Superklasse. Dann nochmal hier ganz viel Schaden über Zeit. Dann machen wir das hier auf sie. Und ihr seht, die Schwestern werden einfach weggeprügelt. Als wären sie wirklich nichts, ne? Zugleister verloren und so. Die kommen niemals mehr dran. Super. Es macht einfach mega Spaß. Okay, nachdem wir jetzt also überall durchgekommen sind, gucken wir jetzt mal an, wie die Flotte hinten aussieht, was er denn hier in die Verteidigung gestellt hat. Und da ist nichts, was uns irgendwie schockiert. Hier steht die Houndstooth. Das bedeutet also schon mal grundsätzlich, gegen die Houndstooth benutzen wir unsere maximale Offensivkraft, nämlich unseren guten Grievous und die Separatisten. So, also das Zeug setzen wir ein. Und das reicht schon, ja. Also der hat nicht mehr zu bieten als das.
Kenobi würde auch Sinn machen hier, muss ich sagen, aber ich will trotzdem mal das Team hier spielen. Die Sache ist die, es sind halt, das ist ein Team, dieses Team hier kann tricky sein, wenn man nicht aufpasst, weil da steht die Hounds Tooth und die Geonosianer. Und was die bewirkt letztendlich ist, dass die viel Zeit schinden, damit der gute, ich mache ganz kurz hier so, damit der gute, hier, ne, wisst ihr, Dingens und so, Admiral Thrawn, dann die Gegner mit seiner Ultimate killt, ne, wisst ihr? Okay, wir betäuben jetzt mal die Hounds Tooth. Super klasse, das hat funktioniert. Das heißt, wir können jetzt auch hier immer schön unser Zeug draufheizen. Und die schnellstmöglich platt machen. Wechselt jetzt auch mal ihn hier ein. Wunderbar. Und dann machen wir erstmal hier einen schönen Schwarmangriff. So, da ist die Hounds Tooth gleich mal erledigt. Seht, das habe ich gemeint mit voller Offensivkraft. Und jetzt können wir hier den nächsten Tank platt machen. Der wird eh sterben, wenn er dran ist. Durch Schaden über Zeit. Wir müssen ihn aber angreifen, weil wir gebufft sind, okay. Und dann greifen wir den an. Aber erst dann müssen wir an dem nächsten Tank vorbei. Ihr seht, ne, das habe ich gemeint. Also ziemlich viele Tanks. Wir können jetzt ihn angreifen, weil der kann unprovozierend herum angreifen. So, ihr seht halt, das sind ziemlich viele Tanks, die er zu bieten hat. Ne? Also es waren jetzt drei Tanks im Prinzip. Und das Ziel ist ganz klar, was die haben. Die sollen Zeit schinden, damit er ultimatisieren kann. Ne? Wisst ihr, so und so und alle hier wegpusten und sowas. Aber das reicht natürlich nicht hier für uns. Jetzt gehen wir hier rein und nehmen dafür unseren General Kenobi. Und haben sehr viel Flächenschaden, was sehr gut ist gegen den Falken. Unter anderem. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier auf die Galaktische Republik. Ich würde gerne Flotten vorbereiten können. Okay, wir setzen wie immer diese Charaktere ein. So. Und den noch nicht, sondern erst einmal den hier. Wobei, wisst ihr was? Der ist mittlerweile auch schon ziemlich stark. Das ist sogar eine bessere Aufstellung mittlerweile. Ich arbeite ja daran, unsere Klone, vor allem den Klon Sergeant, auszubauen zu Relikten. Ne? Den brauchen wir ja für General Kenobi. Für Jedi-Meister Kenobi meine ich natürlich. Da kommen wir auch gut voran mit dem. Ich zeige das hoffentlich gleich, wenn ich noch dran denke. Greifen wir erst einmal den Falken an. So, wenn wir schon die Möglichkeit haben, ne? Okay, dann machen wir so Schaden auf alle. Wunderbar, das Buff-Immunität, das geht sowieso gleich weg. Wir können jetzt eh nicht mehr angreifen, aber das ist okay. Wir gehen mal auf Ahsoka. So, machen das dann. So, da ist Ahsoka erledigt. Die machen wir auch gleich platt. Wir machen eh nochmal Schaden auf alle hier. Super, dann ist das Ding auch down. Jetzt ist noch der Falke da. Und der Falke kann eben gut ausweichen. Deswegen ist er ein bisschen tricky gegen den. Ihr seht, wie gut er durchhält. Eine Rebellenflotte, das ist halt einfach der Hammer. Wir haben hier seine Buffs genommen. Und Anakin kann nicht verfehlen. Wunderbar. Okay, damit haben wir also hier alles weggewiped, hier oben. Und jetzt machen wir unten weiter und gucken mal, mit welchen Teams wir gegen die Gegner hier fighten. Ich würde mal sagen, wir kämpfen erst einmal gegen diese Rebellen. Und gegen diese Rebellen benutzen wir, wir geben auf Truppauswahl. Wisst ihr, was ich gerne vorhätte gegen diese Rebellen? Wir nehmen dieses Team hier. So. So ein bisschen... Ein bisschen Separatisten-Action, oder? Ich habe das extra hier für die Offensive aufgehoben. Habe ja mein Triumvirat in die Verteidigung gestellt, damit ich das hier für die Offensive nehmen kann. Also Nut, Dooku und Enfys Nest. So, normalerweise ist das Team ziemlich tricky in der Verteidigung. Gegen das zu kämpfen ist ziemlich schwierig, weil Dooku macht das hier und dann kann nur Enfys Nest angegriffen werden. Und das kann ziemlich übel werden für die Gegner. Wir machen aber erst einmal das da. So, wunderbar. Und verwirren die Gegner mal alle. Sehr schön. Okay, wir müssen sowieso sie angreifen, also bleibe ich auf ihr drauf, weil sie ist ja in der Lage. Komm, wir machen mal ganz das hier und schicken mal alles vor, was wir haben. Ne? Dooku vorschicken und so. Super, sie wurde auch betäubt. Dooku greift sie auch wieder an, weil er unsichtbar ist. Attackiert er auch direkt ihre Gesundheit. Okay, mache noch einmal das hier. Sehr schön, mir ist egal, wer bestochen, wer Bestechung bekommt. Und ihr seht, die können halt im Prinzip nur Enfys Nest angreifen, weil zwischendurch kriegen die mal ein kurzes Zeitfenster, wo sie andere angreifen können. Aber Nest regelt schon hier. So, perfekt. Ist zwar nicht gerade das offensiv stärkste Team, aber im Prinzip kann es nicht sterben. So, sehr gut. Ne? Die bekommen jetzt alle hier schön die Debuffs und dann greifen wir mit Dooku an hier. Oh, ich liebe das einfach, Freunde. Deswegen habe ich mir das für die Offensive aufgehoben. Und wenn die jetzt mal angreifen, können wir ebenfalls noch kontern und zum Kram. Machen es wieder unsichtbar. Seht ihr hier. Und schon kann wieder ein Nestangriff werden. Schicken mal alles vor, was wir haben. Und zwar Dooku. Und Dooku ist ja schon alles. Ja, Dooku ist alles für mich. Und hier geht es noch ein paar Konter auf ihn. Ihr seht hier, ne, den Schaden, den Dooku anrichtet. Bei Kontern, glaube ich, ne, greifen die Gesundheit direkt an. War das nicht so, wenn er außerhalb der Runde angreift? Sehr schön. Da kann sie auch so viel wiederbeleben, wie sie will. Im Prinzip stört es nicht weiter, denn wir machen ja Flächenschaden und so ein Kram. Und Enfys Nest kriegen sie sowieso nicht down. Wir greifen noch einmal sie hier an. So, ich muss halt nur ein bisschen mich beeilen. Nochmal hier alle verwirren. Nehmen ihr mal ganz kurz hier, betäuben sie mal. Ich wollte sagen, nehmen ihre Buffs, aber das hat nicht funktioniert. Greifen sie nochmal hier direkt an. Machen noch einmal das hier. Wunderbar, wir bekommen auch hier die Bestechung die ganze Zeit, was uns ebenfalls noch stärker macht. So, sehr gut. Jetzt würde ich mal sagen, betäuben wir mal ihn hier. Super.
So, die greift jetzt sowieso Nest an. Schick mir doch mal Doku vor hier. Okay, mach uns wieder unsichtbar. Sehr schön. Und er fängt sich ein paar Konter. Wir müssen jetzt wieder sie angreifen. So, machen noch einmal das Zeug hier. Sehr schön, ne? Ihr seht hier, der ganze Flächenschaden macht sich dann doch irgendwann mal bemerkbar. Können wir nochmal hier schocken. Superklasse. Jetzt können wir ihn hier killen vielleicht. Ah, leider noch. Hat nicht ganz mit dem Killen gereicht. Wir machen uns nochmal hier unsichtbar. Springen nochmal auf alle drauf, um die zu verwirren. Das hat leider nicht funktioniert. Machen aber das hier. Und er ist erledigt. Und die beiden platzen, weil, weil sie allein nicht kämpfen kann. Die gute Mon Mothma. Und das andere war eine beschworene Einheit. Perfekt. Okay, Freunde, ihr seht, ich habe mich zwar eben ein bisschen beeilt und das sah vielleicht alles ein klein wenig hektisch aus, liegt aber daran, dass die Einheiten dann doch schon ziemlich hoch reliktet sind und ihr wisst ja, ne, Mon Mothma und Cara Dune sind eine nervige Kombination, Cara Dune ist ein ziemlich guter Tank und Mon Mothma kann halt wiederbeleben und viel heilen und so ein Kram, ne, um Lando Calrissian habe ich mir zwar keine Sorgen gemacht hier, aber trotzdem, die beiden sind schon ziemlich übel und egal, noch irgendein Rebell bei denen mit am Start, kann halt schon ziemlich nervig sein und das Separatist-Team, das ich euch eben gezeigt habe, war nicht gerade das offensiv stärkste, aber es ist Count Dooku und deswegen musste ich ihn hier einfach einsetzen und es hat mir einfach mega Spaß gemacht. Auch wenn ich mich beeilt habe und das Ganze schnell gemacht habe und es vielleicht ein bisschen hektisch gewirkt hat. Ich habe es aber trotzdem sehr, sehr, sehr genossen. Und jetzt würde ich mal sagen, kämpfen wir mal gegen Grievous hier, gegen dieses Grievous-Team. Gehen wir hier auf Truppauswahl. Und ich würde mal sagen, wir müssen nochmal hier auf 5 gegen, sorry, 3 gegen 3. Ich würde doch gerne 5 Teams da reinschicken, aber 5 Charaktere reinschicken, aber es geht leider nicht. Und gegen die benutzen wir einfach mal das Jedi-Team hier. So, vielleicht ein bisschen Overkill, aber es macht Spaß. Okay, ihr seht, Grievous ist unsichtbar. Ich würde gerne Grievous markieren, deswegen benutze ich meine Markierung jetzt noch nicht und greife einfach jetzt mal hier mit Yoda an. Sehr gut, der macht jetzt hier erstmal sein Zeug. Das ist in Ordnung. Mit Yoda greifen wir jetzt mal hier an. Wunderbar, ist unsichtbar geworden mit Yoda. Und er verteilt dann hier auch nochmal schön unsere Buffs. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, greifen wir ihn an, weil der andere ist ja nicht am Provozieren. Schicken Yoda vor. Der ist reliktet, das heißt, es ist relativ gefährlich. Dann nehmen wir einfach mal hier Revan mit. So, superklasse. Und können wir ihn vielleicht sogar betäuben? Das wäre toll. Nope, wir haben hier Zugleister genommen. Wir machen jetzt das hier, geben Yoda Zugleister. Das ist schon mal einer erledigt. Greifen die alle an. Sehr gut. Und ihr seht, Grievous macht nicht allzu viel. Der hat auch noch keine hohe Ausrüstungsstufe. Killen dann ihn erstmal. Der kriegt einen Bonuszug. Das war's für ihn. Grievous kriegt einen Bonuszug. Und das war's auch gleich viel. Wir greifen jetzt mal hier an. So, sehr schön. Ich würde aber sagen, wir machen das hier. Und regenerieren Schutz und Gesundheit. Hat leider nicht ganz gleich mit vollem Schutz für Jolie. Normalerweise, ne, hätte ich jetzt hier, wenn der jetzt stärker gewesen wäre, hätte ich jetzt halt Grievous markiert. Und da hätten wir ihn auch wegpusten können. So, sehr schön. Das Team hier kann auch ziemlich tricky sein. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir gehen jetzt hier auf Truppauswahl und wählen dann hier unsere Rebellen. Und zwar dieses Team hier. So, sehr schön. Okay, was wir hier machen ist, Rebellen sind gut darin, Buffs zu entfernen von Gegnern. Also heben wir uns Buff entfernen auf für den Druidiker, ja. Ich mache jetzt erst einmal das hier. So, sehr schön. Greifen die dann erstmal normal an. Wunderbar. Machen das hier und schicken dann Luke vor. Greifen wieder den Druidiker an. Und dann machen wir erst einmal hier so. Schön Schaden auf alle. Oh, die wurden alle mehr oder weniger erledigt, ja. Druidiker ist down, so wollte ich das haben. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir ihn erstmal angreifen. Wir machen mal die Bestechung weg von uns hier. Ne? Das ist schon in Ordnung so. So, greifen dann wieder ihn hier an. Machen mal alle Gegner blind. Decken die Buffs auf von denen. Greifen ihn an, um ihn zu betäuben oder zu killen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt permanent betäubt. Und jetzt geht es nur noch darum, ihn Platz zu machen. Wir schicken jetzt hier unseren Luke vor und regenerieren so viel wie nur möglich an Schutz und Gesundheit. Hat bei Luke nicht ganz gereicht, aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben die weggepustet. Jetzt stehen nur noch die Killerbärchis und die können auch ziemlich tricky sein. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schwache Teams reinschickt, weil die können verwirren, die können betäuben und so Kram, ne? Können dann auch ein bisschen, oder können die betäuben? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber die machen das schon, die Regeln hier. Hier würde ich gerne die Wampa reinschicken eigentlich. Aber gut, wir machen das Ganze jetzt mit unseren Truppen. Macht ja auch Spaß, ne? Okay, erst einmal machen wir das hier. Sehr schön, ihr habt alle Fähigkeitenblockade bekommen. Jetzt pusten wir die einen nach dem anderen weg. Erst buffen wir uns, kriegen noch einen Bonuszugleisten zu Kram, machen nochmal Schaden auf alle hier. Die haben Furcht bekommen, weil dieser Angriff einen Gegner gekillt hat. Und das ist Low Grey, das ist Pablu. Ich würde aber sagen, wir killen zuerst Low Grey, weil Pablu ist der Tank, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher, die sehen für mich alle gleich aus. Dem geben wir das, damit er hier provoziert. So, und dann greifen wir ihn hier an. Sehr schön. So, und das war's. Superklasse. Wir sind halt voll geliktet, ne? Ist gar keine Frage, dass wir das schaffen.
und merkt dann, dass wir 1 Billion mehr GM haben als der Gegner. Deswegen können wir ihn natürlich völlig wipen. Haben keine Probleme damit. 1,5, also 1501 Punkte haben wir geholt. Und das war's. Wir haben die Gegner gewiped. GG's an den guten Zealand oder Zealand oder Silent, wie auch immer. Und ja, das war's. Ich glaube nicht, dass er uns wipen kann. Dementsprechend gehe ich ganz stark davon aus, dass sein Sieg war. Und ich hoffe mal, Freunde, dass wir uns wieder begrüßen, wiedersehen, ne? Dass ich euch wieder begrüßen darf in der nächsten Episode. Und dann werden wir hoffentlich gemeinsam in einem Livestream den nächsten Kampf machen. Den nächsten Kampf und die Runde 1. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Achso, was ich noch zeigen wollte, damit ich es nicht vergesse, ich habe es ja vorhin gesagt, wir gehen in die Reiseführer. Ich werde ja immer gefragt, wie das hier aussieht. Ne, also ihr seht, ich bin jetzt gerade hier an Obi-Wan. Vorher noch mal ganz kurz, das Ding ist abgeschlossen. Also die beiden galaktischen Legenden sind abgeschlossen. Hier sind wir also schon länger durch gewesen, wie ihr wisst. Ne? Und hier habe ich die letzte ultimative Fähigkeitsmateriale Dingens geholt für den guten Luke. Das heißt also, im nächsten Kampf werden wir gemeinsam die Ultimate von Jedi-Meister Luke sehen. Und ich bin gerade an Obi-Wan dran. Bo-Katan, Kreese oder Kreese, wie auch immer, haben wir hier. Ne? Die muss ich auf Relikt 5 bringen. Clone Sergeant auf Relikt 5. Cad Bane auf Relikt 5. Cody auf Relikt 5. Und Jango Fett auf Relikt 7. An den Einheiten arbeite ich gerade. Dann können wir unsere nächste galaktische Legende freischalten, nämlich Jedi-Meister Kenobi. Das wird einfach mega, 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 mega cool. Wir gehen mal ganz kurz unsere Einheiten hier anschauen. Und dann seht ihr hier, wie das aussieht. Mara Jade, die farme ich aktiv, um sie schnellstmöglich auf 7 Sterne zu bringen, aus offensichtlichen Gründen. Erstens mal liebe ich Mara Jade, die ist mega cool und außerdem 7 Sterne, mehr Ausrüstung, Stufe und so ein Kram, ne, für unser Imperium-Team, ganz, ganz, ganz wichtig. Im Prinzip das gleiche Prinzip für die Schmieden, ja, auch die werden wir schnellstmöglich auf 7 Sterne bringen, damit wir auch sie, ich habe die Gegenstände übrigens schon, also sobald die 7 Sterne haben, haben die auch sofort Gear 12, ja, dann sind die schon mal viel besser und, haben sie natürlich für unser Purple-Team und sie im Prinzip auch für ein Purple-Team, aber das andere Purple-Team, das Imperium-Purple-Team und das ist halt eben das Imperator Sith-Purple-Team, ne, wisst ihr? Und deswegen mache ich also diese beiden. Savage Opress werde ich so ein bisschen nebenbei schon mal mit hochziehen für seine Omikron, weil ich ja gefragt werde für die Omikron. Das Team, in dem ich ihn spielen werde, zeige ich euch gleich. Ki Adimun ist natürlich für ein Jedi-Team, ganz klar. Ne? Also diese Einheiten ziehe ich so nebenbei ein bisschen hoch. Manchmal ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Relikt 12 Einheiten hochziehen will, ja, auf Gear 13, sorry, Relikt 12. Ich meine natürlich Gear 12 Einheiten, wenn ich die auf Gear 13 bringen will, beispielsweise Django hier, ja, dann sind viele Gegenstände, die ich hier farmen will, die kann ich nur mit Flottenenergie farmen. Seht ihr? Flottenenergie. Und sonst nix. Und das heißt also, ich habe manchmal viel normale Energie übrig. Wenn ich also normale Energie übrig habe und ich weiß nicht, wohin damit, dann farme ich natürlich diese Einheiten hier. Aber beispielsweise, wenn ich dann meistens Flottenenergie ausgeben muss, ich weiß nicht, wohin mit normaler Energie, dann investiere ich die in diese Einheiten hier unten. Ja, also ein bisschen Savage, ein bisschen Ki Adimundi, dass ich denen auch schon ein bisschen Ausrüstung gönne, um die nachzuziehen. Ki Adimundi, wie gesagt, für ein Jedi-Team, Savage für ein Sith-Team und die anderen Einheiten sind halt, wie gesagt, entweder für Jedi-Meister Kenobi oder eben für die anderen entsprechenden Teams, die ich gerade erwähnt habe. Und ich gehe mal ganz kurz auf Trupps, damit ihr das seht, was ich meine. Das ist das Purple-Team, ja, in dem wir dann die Schmieden fit machen. Das hier ist das Imperium-Team, für das wir Mara Jade fit machen. Und dann haben wir das, dieses Team hier, das Sith Triumvirat. Für das machen wir Savage Opress fit. Und ich werde auch die irgendwann einmal auf Gear 13 bringen und Relikten und so ein Kram. Und dann haben wir also praktisch hier im Prinzip das Triumvirat mit Darth Maul und Savage Opress anstelle von dem Sith-Truppler. Das wäre zum Beispiel eine Teammöglichkeit, die ich mir vorstellen könnte zu spielen. Oder anstelle von Darth Maul Savage Opress mitnehmen. Aber ich hätte gerne die beiden Brüder der Nacht. Ja, die hätte ich gern schon als Team dabei, einfach weil es cool ist mit dem Triumvirat. Und ob die dann offensiv oder defensiv spielen, werde ich dann sehen. Aber ich denke, also am Anfang ein bisschen offensiver, damit wir einfach mal das Triumvirat mit den Brüdern in der Nacht in Action haben, wisst ihr? Den habe ich in der Zwischenzeit auf Gear 12 gebracht. Das heißt also, das Team ist ein bisschen safer, ja, weil die nicht mehr ganz so anfällig sind, wenn die angegriffen werden. Die stecken jetzt also ein bisschen mehr ein, die beiden hier, vor allem er als Gear 12. Kann auch ein bisschen besser austeilen. Und Ki Adimundi, habe ich ja gesagt, ziehe ich hoch für ein Jedi-Team. Ihr seht, die Jedi-Teams, die ich habe, sind die hier. Also Ki Adimundi könnte ich mir vorstellen, entweder im Qui-Gon Jinn-Team zu spielen, da wäre er wahrscheinlich sehr, sehr mächtig, oder hier unten in diesem Team hier, in diesem Revan-Team. Das würde ihn mächtiger machen. Wir müssen dann einfach mal schauen, wie es aussieht, wenn ich in Aurodium bin, wie viele Teams in die Verteidigung stelle, wie viele Teams in die Offensive mitnehme und dann vor allem auch, welche Teams in die Verteidigung stelle und welche Teams ich damit in die Offensive nehme. Weil ich hätte schon gern so ein bisschen, ihr seht, Vampa ist hier mit drin in dem Team, der ist aber auch hier unten als Ein-Mann-Armee und ich werde meine Teams ein kleines bisschen umbauen müssen, ja, weil ich es kann
und weil ich es dann noch tun muss, um zu schauen, was halt dann so ein bisschen Offensives, was Defensive ist, was hätte ich gerne in der Offensive, oder hier, der Sith-Truppler könnte beispielsweise hier mit rein und Vampa kann dann, wisst ihr, also es gibt so viele Möglichkeiten an Teams, die sich mir jetzt ergeben haben, weil ich eben jetzt einfach meine Teams so ein bisschen umbaue, okay? 3 gegen 3 ist ja ganz klar, das seht ihr ja gerade, wie das läuft. Also Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein!